Andrea Reimann vom Deutsch-Muslimischen Zentrum. Das Deutsch-Muslimische Zentrum engagiert sich für eine gleichberechtigte Teilhabe von Muslimen am öffentlichen Leben. Es ist damit ein generationsübergreifender Ort des Wissens und der Tat, ein Ort des Glaubens und der gelebten Hoffnung. Nicht nur für Muslime. Das Deutsch-Muslimische Zentrum Berlin e.V. steht für die gelebte Vielfalt unserer Stadt. Einen großen Applaus für Imam Andrea Reimann. Hallo euch allen. Danke, dass ihr durchgehalten habt, dass ihr gelaufen seid heute, um an dieser Demo ein Europa für alle, eure Stimme und auch euer Gesicht zu zeigen gegen Nationalismus und Rassismus. Ich stehe heute hier als muslimische Vertreterin, die sich klar für die Wertegesellschaft in Deutschland und Europas bekennt. Aber ich stehe auch stellvertretend für alle Muslime und Muslimas dieser Stadt. Doch ob ich hier stehe oder nicht, bin ich mit meinem Kopftuch einer Mehrheit mehr als ein Dorn im Auge. Für diese Menschen habe ich überhaupt kein Anrecht, hier zu sein. Denn ich bin als Muslimin zu identifizieren und stehe somit für den gehassten Islam. All die vermeintlich Abgehängten, all die, denen vermeintlich nicht zugehört wird, sind Tür und Tor geöffnet worden von Pegida, der AfD, den Medien und auch den etablierten Parteien, dass sie Frauen wie mich schlagen dürfen, bespucken, anschreien und diskriminieren können, wie es ihnen beliebt. Wo war denn die Solidarisierung in der Öffentlichkeit, als der schwangeren Frau in Neukölln in den Bauch geboxt wurde? Der kopftuchtragenden Frau aus Spandau ins Gesicht mit einem Fausthieb geschlagen wurde? Wer hat sich um die Kinder und Jugendlichen gekümmert, sich für sie eingesetzt, als sie geschlagen und massiv bedrängt wurden? Ich will euch was sagen. Wir Muslime, wir sind es nicht wert, auch wenn wir zu diesem Bruttosozialprodukt beitragen und uns auch hin und wieder oder vielleicht viel für diese Gesellschaft einbringen. Wir Muslime sind der infame Islam, der alle bekämpft und nicht zum Armenland gehört. Laut einer Organisation, Tell Mama, Measuring Anti-Muslim Attacks in England, die ein Melderegister für islamophobe Angriffe betreibt und Opfern hilft, hat sich die Zahl der religiösen Hassattacken in England und Wales seit 2011 also mehr als verdoppelt. Am Anfang waren es 1600 Vorfälle, 2015 schon 4400 und jetzt gibt es Straftaten mit rassistischem oder religiösem Hintergrund. Sie sind von 37.000 auf 53.000 gestiegen und für 2018 ist man sogar bei 70.000 angelangt. Nach den Zahlen von Tell Mama richten sich 75% der Übergriffe im Jahr gegen muslimische Frauen. Meist sind sie erkennbar, wie ich, an ihrer muslimischen Kleidung. Und die Aggressoren sind zu 76% Männer, davon 89% weiße Männer. Ich höre es nicht nur in meiner Gemeinde, die ich leite, oder mit den Menschen, mit denen ich zusammenkomme, dass gehässige Kommentare fallen, auf der Arbeit, auf der Straße, in der Schule, Beleidigungen und so weiter. In ernsten Fällen werden eben auch Muslime zusammengeschlagen. Es gab auch eine kleine Anfrage von der Fraktion Die Linke, die eben gefragt hat, ja, wie viele Angriffe gab es denn hier in Deutschland? Und man hat festgestellt, 578 Angriffe auf Muslime und Moscheen sind erfasst worden. Die Dunkelziffer ist deutlich höher. Das Phänomen Islam- und Muslimfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus haben auch eine mangelhafte Wahrnehmung. Medial, politisch, aber auch von gesellschaftlicher Seite. Kai Hafes hat gesagt, dass alle Parteien Defizite im Kampf gegen diese Art des Rassismus haben. Es gibt sogar Parteien, die noch nicht mal in ihrem Parteiprogramm dieses Phänomen oder dieses Problem als Aspekt verankert haben. Und so scheinen sie auch dieses Problem noch nicht erkannt zu haben. Ich habe heute gelesen, es gibt eine Folge von Frontal 21, wo es eine muslimische Frau, eine Reporterin mit Kopftuch gibt. Die Leute haben sich nicht aufgeregt über den Inhalt, sondern über die Frau, die anderen Leuten Frage stellt. Und ich habe vor vielen Jahren mal Sigmar Gabriel interviewt und habe dann gesagt, eigentlich wäre es doch toll, wenn es auch mal eine Tagesschau-Moderatorin mit Kopftuch gäbe. Und dann meinte, ja, wäre doch cool. Worüber haben sich die Leute von Recht aufgeregt? Dass es eine Frau mit Kopftuch geben könnte, die die Tagesschau moderiert. Wo stehen wir? Was können wir zulassen? Und ich frage euch ganz ehrlich, was könnt ihr zulassen in der Begegnung
mit Frauen wie mir oder auch Männern. Meistens versuchen wir das Grundgesetz zu loben und bemühen uns immer wieder darauf hinzuweisen, was in unserem super Grundgesetz drinsteht. Und ich finde es toll, dass wir es haben. Aber wir haben eine Doppelmoral. Und Doppelmoral hält keine Gesellschaft zusammen. Wenn einige aus Deutschland sagen, nein, ich will nicht dieses oder jenes tun, verlangen aber von Flüchtlingen und anderen, dass sie Verfassungstreue schwören sozusagen und danach leben. Was ganz perfide ist, wir haben heute schon viel über Österreich gehört, aber was ich richtig perfide finde, ist, dass es ein Gesetz gegen Kinder gibt, die vermeintlich einen Kopftuch tragen. Dabei bin ich mir nicht mal sicher, ob wirklich von 100 Schülern in der 70 mit muslimischem Hintergrund sind, ob dann wirklich 50, wenn es Mädchen sind, alle Kopftuch tragen. Aber dass es möglich ist, in einem Land ein Gesetz gegen Kinder zu erlassen, finde ich echt eine harte Sache. Ich finde es auch schockierend, dass wir hier in Deutschland, wie die Justizministerin in Hessen, muslimische Eltern ja, sozusagen in den Knast bringen möchte oder mit Geldstrafen belegen möchte, wenn ihre Kinder fasten. Ich bin selber Mutter von zwei Kindern und wie gesagt, bin seit 25 Jahren in der muslimischen Community stark engagiert. Ich habe das noch selten mitgekriegt, dass Kinder gezwungen werden. Und dass eigentlich Eltern immer an dem Wohlergehen ihrer Kinder interessiert sind. Aber dass überhaupt unsere politischen Vertreter uns, also mir als Mutter, sagen, du kommst in den Knast oder wir belegen dich mit einer Strafe, weil du einen muslimischen Glauben hast und Dinge praktizierst, die mir vielleicht fremd sind, finde ich das einfach ein starkes Stück. Und das zeigt, es gibt ganz viele Dinge, von denen sind wir nicht weit entfernt, dass wir noch mehr abgegrenzt werden. Damit meine ich nicht nur uns Muslime, sondern all die, die eben eine andere Art zu leben haben oder eine andere Auffassung. Ich habe mir mal rausgesucht, wie überhaupt Europa entstanden ist. Und es gab sechs Motive. Friedenssicherung, Zugehörigkeit zu einer Wertegemeinschaft, Steigerung des wirtschaftlichen Wohlstands, mehr Einfluss in der Außen- und Sicherheitspolitik, die Aussicht auf größeren Erfolg bei der Lösung grenzüberschreitender Probleme und der Wunsch nach guter Nachbarschaft und zum Zusammenwachsen in Europa. Geht das nur für die Europäer oder für uns alle, auch für uns als Minderheiten? Ich möchte gerne uns alle nochmal aufrufen, all die hier steht, ihr habt bestimmt schon entweder Briefwahl gemacht oder schon eingetragen in den Kalender, dass ihr am 26. wählen geht. Aber ich glaube, dass wir es immer wieder reintragen müssen, so wie ich es in die muslimische Community hineintrage, geht wählen, wenn ihr den deutschen Pass habt und verschenkt nicht eure Stimme. Denn alle rechten Parteien und in Deutschland besonders die AfD profilieren sich mit dem Hass gegen Muslime, Flüchtlinge, Andersdenkende, Anderslebende und so weiter. Und wir dürfen uns nicht dazu kommen lassen, dass diese Parteien in Europa gewinnen. Ich danke euch. Vielen Dank. Berlin, ganz ehrlich, der nächste Übergang, der wird schwierig.